Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spiral Knights. Nein. Ja, danke, du hast es versaut eigentlich. Together natürlich. Wieder mit meinem Freund Sascha hier. Ja, guten Tag. Und mit mir. Es hat sich einiges getan seit der letzten Aufnahme. Erstens haben wir... Eine eigene Gilde. So. Eine eigene Gilde. Wir sind die Destroyer of... Mana. Jawohl. Joined us. Kommt zu uns, wir sind eh die beste Gilde überhaupt. Wer nicht weiß, wer Warner ist, das ist der Endboss, der allerletzte Endboss. Der allerletzte, und den werden wir dann sowas von in den Popo rauchen. So. ja, ich bin auch schon fast auf Sterne 5, wie man sieht, ich habe eine Krone auf dem Kopf und ich habe auch die letzte Reihe von Dreads Kelly Suit. Und auch jetzt könnt ihr auch mal mich angucken, jetzt, ja, du bist nicht interessant. Jetzt ja, mal. Ich... Jetzt könnt ihr mich aufstehen. Ja, schaut ihn doch mal an. Schaut ihn doch an. Bin ich nicht wunderschön mit meinen Scherben? Diese elendige Nachmacher. Diese elendige. Ja, ah, das ist mein Kampfanzug. Das andere ist ja nur schlau. Wir sind schon 11 Member. Wir haben die Gilde seit vorgestern. Ja, eigentlich schon. Wir haben auch schon diesen Flügel hier. Komm mal mit. Super, muss man alles schön zeigen, natürlich. Hier, das ist das Zimmer von René, Lufia Evolution 666. Hier ist auch ein Gildenmeister. Und das ist unser Raum hier. Von Nasencreme und Elite Skillmaster ist unser Quartier. Ja, wir brauchen unbedingt Geld, also Joined Us. Ja, genau, die sind richtig geldarm sozusagen. Wir haben alles ausgegeben. Aber wir können ja auch mal kurz zeigen, wie viel Geld. Ja, ich habe nur noch 300 Crowns, bitte. Ja, und wenig Energie, und ich habe 956 Crowns. Und 52 alles von Energie mir. Und ja, alles von ihm. Aber wir kriegen es ja zurück, das können wir ja auch mal erzählen, oder du kannst es ja erzählen. Wollen wir das verraten, der Schmarrn? Nee, nein, erzähl nicht. Nee, ihr habt nichts gehört, gell? Nein, habt ihr nicht. Ja. Okay, gut. Wir machen Missis, ne? Jetzt setze ich mich mal auf deinen Platz und legst du. Da darf ich auf deinen warmen Stuhl sitzen. Oh, ist so schön warm, oh, da gehen die immer weg. Gleich werde ich degradiert, ich weiß es. Er macht es sowieso immer. Okay, wir machen Missionen. Ich hoffe, du kannst nachjoinen. Weh, du kannst es nicht. Jetzt guck mal, welcher Rang du bist. Ich bin wieder Mitglied. Ja, super. Er kann mich sowas von kreuzweise. Aufstieg oder Niedergang. Ich gehe schon mal rein, ne? Ich glaube, du hast die Mission auch schon gemacht eigentlich, gell? Ja, ich habe schon, jetzt sind wir auch schon... Er ist nämlich auch Elite-Soldat, ich bin schon Verteidiger, ich bin schon etwas stärker. Naja, aber eigentlich nicht. Nur dein Rang ist höher. Ja, ja. Kannst du das bitte? Komm, bitte. Geht es? Ja, es geht. Weil dann letztes schickst Mal... du mich auch bitte, dann nimmst du mich auf deine Liste, ne? Was? Ja klar. Denkst du, ich will nur eine Mission machen? Du, ich hab überhaupt kaum... Ich hab Energie. Gut. Ich hab Energie. Ach so, ja, dann benutze ich mal einen Nebeltank. Okay. Ich hab ja 6 Stück davon. Nebel, oder nicht? Nein, ich hab nur noch 10. Ah ja, guck mal jetzt meine coole neue Waffe hier an. Oh. Ja, ich benutze mal einen Nebeltank, weil sonst wird das ja nichts. Also hier, guck mal. Das ist meine neue Waffe und das ist ihre Special-Attacke. Guck mal jetzt hin. Sie macht ein Schwert und das geht dann... Ich aktiviere mal. So, jetzt habe ich wieder 100 Nebel. Jetzt habe ich wieder 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal hier, ich finde die Special-Attacke so geil. Guck mal so. Sehr schön. Hier, diese Waffe hier. Die ist auch ganz cool. Ist zwar schnell, ja. Weißt du, was ich mir noch besorgt habe? Ich habe von all meinen Waffen die Rezepten besorgt. Die finale Rezeptur. Und cool. Diese von meiner Cold Iron Käfer, der dieses Rezept gibt's nicht oft. Ich habe mir das sofort geholt für 50.000. Mir war es so scheißegal. Hä? Das gibt's gerade für 10.000, ne? Ich hab's mir auch geholt. Nein. Doch, ich hab's für 10.000. Nein, ich habe alles dafür ausgegeben. Ich muss ja noch deine Rechnung bezahlen. Also ich glaube, in diesem Level müsstest du nicht sterben, glaube ich. Nein. Aber beim Jelly King vielleicht schon. Nein, Jelly King werde ich auch nicht sterben. Ich auch nicht. Ich habe es mir ernsthaft vorgenommen, nicht drauf zu gehen. Kein aber einziges Stück. Ich finde mein Sheriff Hut so geil. Ja, das schaut irgendwie komisch aus. Ich schaue viel besser aus mit meiner Krone. Ja, mit der Krone, die sieht auch cool aus, aber wir kommen uns so ähnlich, weil eigentlich müsste ich ja die Krone tragen.
Weil ich ja der Boss bin. Nein. Was? Du bist der Let's Player, du bist hier der Boss eigentlich. Ich bin der Biege-Boss. Und ich bin der Sheriff. Ja. Aber in der Gilde ist es andersrum. Und ich bin die Finsternis und er ist das Licht. Also wir werden irgendwann die Finsternis-Rüstung haben. Also Snarbolax-Code, das ist schon in Planung. Und ich werde mir... Ich muss noch mal gucken, welche die richtige Lichtrüstung ist. Da werde ich mich mal erkunden auf der Seite. Und somit sind wir bestens gewappnet, Vana zu besiegen. Komm her, Füchslein. Kümmere dich du um die unteren und ich kümmere mich hier... Oh, deine... Du ratterst hier was weg, du. Ratterdada. Das ist so geil, deine Waffe. Ich hab's mir auch schon überlegt, ob ich's mir craften soll. Welche, die hier? Die Pistole oder mein Schwert? Deine Pistole. Ah, nee, nein, hol die Needle. Die Needle. Ja, die... Hey, ich hab da jemanden gehört in deinem Hintergrund. Dein Brüderchen? Dein Brüderchen? Das sagt jetzt nichts mehr, hat sich gemutet. Jetzt bin ich wieder allein, Unterhalter. Super. Oh nein, er wird angegriffen. Ja, er kann sich wehren. Gott sei Dank. Man kann schon auf sich selbst aufpassen. Denke ich mal. Ich habe eine Krone auf dem Kopf. Shit. So. Red mal wieder mit mir, komm. Na? Ja, greif mich noch mal an, du. Herzchen. Nam nam nam. Sag mal wieder was, Mensch. Ist im Kreis gelaufen. Da ja, bin sag, ich warte, gut, jetzt habe ich schon gesagt. Das klingt so komisch, wenn du nicht dabei bist. Das ist irgendwie grausam. Ich bin deine Stimme schon so gewohnt. Darf ich das groß haben? Ich kann, ja, du kannst es. Ja, ich nehme das kleine. Ich habe ja einen großen von uns beiden. Du kannst das Geld gebrauchen. Oh. Mensch, wie stelle ich mich jetzt heute wieder an? Ich glaube, ich wechsle mal auf die andere Waffe. Ich bring dir mal was. Das wird schon eine lustige Mission. Ich hoffe, ich bin in die richtige reingegangen. Jetzt sagst du schon wieder nichts mehr. Doch, doch. Bist du schon so ausgepowert heute? Ja. Ja, wir haben eine schöne Besprechung gehabt, unsere Gilde. Ja, um doch mal alles klar zu machen. Die Leute da, ey. Da haben wir so einen Typen zum Offizier gemacht. Und was macht er? Er gibt uns gleich 9000 da von dem Geld aus, ey. Er hat echtes Geld ausgegeben dafür. Aber er hat so eine scheiß Box, die du noch hast. Er hat mich gefragt, ob er es kaufen soll. Ich habe gesagt, er soll dich fragen. Er kauft es trotzdem. War schon bitter. Ja, ja. Hoppala. Es geht gleich los hier. Wunderbar. Diese Mission habe ich ja alleine schon gemacht, natürlich. Ich habe sie auch schon alleine gemacht. Ja. Hattest ja auch mal keine Zeit, dich um mich zu kümmern. Ach, du kommst immer abends, du kleiner Sch. Ja, ich bis 4 Uhr morgens. Bis 4 Uhr morgens. Alter, machen die Damage, die drei Viecher hier. Ja, ja, die können schon reinhauen, wenn sie wollen. Mein Gott. Blöde Prinzessin da, jetzt ist der Schlong. Nein, Trottel. Jetzt kann ich meine Special Attacke machen. Mach sie alle auf einen Haufen, dann sind sie tot. Ja, gut, dann mach deine Special. Mach sie mal. Zeig mal, was du drauf hast, Junge. Zeig mal, ob du besser bist als ich. Das muss ich nicht zeigen, das wissen alle schon. Das wissen sie. Ich bin der Bro-Mann. Du bist der Bro, aber nicht Bro. Der Bro. Ich bin der Bro. Bald habe ich die Supernova. Dauert nicht mehr lange. Ich habe auch bald meine Divine Avenger. Ja, 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 der Divine Avenger. Pff, das ist ja meine nix. Waffe ist schon auf 9. Musst du nur eine Stufe, dann hab ich die. Ja, ja. Der macht, du machst doch auch die Nacht durch. Gib's doch zu. Ich weiß. Und morgen hast du Ferien. Oder Urlaub frei. Ich hatte schon seit letzter Woche. Ja? Und, ja, und dann zockst du ohne Ende. Und ich muss arbeiten bis 21 Uhr. Ich weiß es. Hm. Machst du mal den Fuchs weg? Ja, der, okay, der springt die ganze Zeit von mir weg. Es gibt ja noch welche, die graben sich immer ein. Die sind nervig. Die sich ständig eingraben. Die kenne ich auch. Die machen wir kaputt.
Naja. Jetzt sitzt bei mir laut, deswegen mute ich mich kurz. Es tut mir leid. Bin ich schon wieder allein unterhalten, oder? Einen schönen Gruß an die Schweiz. Naja, gut, passt schon. Oh, wir haben es geschafft. Mon Dieu. Und fantastisch, auch noch gleich hinterher. Oh nein. Er ist out of control. Bitte. Mach doch mal weiter. Mach doch noch so viele Fails hier. Ich dich nur erschlagen könnte. Du könntest wenigstens hier reingehen, jawohl. Ich danke schön. Ich habe echt für ihn gezahlt. Das ist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Übrigens, ich krieg wieder Bonuswärme. Hab ich mir einfach mal so gekauft. Bald sind sie alle auf 9 Stufe. Ja, ja. Lach mich nur aus. Lach mir nur aus. Aber das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du mich einsperrst, mein Freund. Ja? Das Einsperren. Da könnte ich dich erschlagen. Wirklich. Aber lustig ist es. Lustig für die Zuschauer. Was wird dir heute einfallen? Was wird dir heute einfallen? Ich schreibe dir auch mal was Schönes. So. Jo, weiter geht's. Oh, ich habe die richtige Waffe. Das ist göttlich. Dann geht das richtig schnell. Gut. Ich habe ihn mal beschützt, weil er ja so schutzlos ist. Ja, ich mache natürlich mal alles. Ist doch klar. Ich bin eh der Beste. Ich bin eine ganz große Bonzo. Ach ja. Kriegst so einen kleinen Kristall. Wie, wenn er das nur wüsste. Jo, er hört mich. Bitte schreib dein Mikro wieder ein. Bitte schreib dein verdammtes. Mute mich nicht immer. Ich hasse es. Mach mal kaputt. Komm. Held. Mach mal weg. Kannst doch immer alles. Oh, wir kriegen Besuch. Schau mal her. Gegner, ist das nicht schön? Ich bin euer King übrigens. Ich habe die Krone auf dem Kopf. Oh ja, der ist größer geworden. Das ist nicht schön, hoppala. Gerade wo ich mich schützen wollte. Das ist der Nachteil bei meiner Waffe. Er muss immer nachladen und dann kann ich mich nicht schützen. Ja. Interessanter Gegner. Und jetzt komm, sammel mir mal ein bisschen rein. Komm. Okay, es kommt. Und was bringt das? Ach, okay. Komm jetzt wieder. Hallo, soll ich mich jetzt alleine unterhalten oder wie? Das ist ein Together. Du musst quatschen mit mir. Kleiner Hosenwimmel. Oh, super. Komm. So wie bei Arcania Gothic 4 zum Beispiel. Da hat er sie auch gemutet. So dreist von dich. Von dir. Du machst mich fertig, Junge. Du klaust mir wieder alles. Oh, wie du. Oh, könnte ich mal schlagen, echt. Wenn du mal nach Hause. Zu mir nach Hause kommst, ich sag's dir. Oh, hier kannst du mich auf jeden Fall nicht einsperren, ich weiß es. Er hört mich auf jeden Fall. Na, sauber. So, irgendwo ein Herzchen für mich. Ja, gibt es. Ach, wäre ja, sowas Kleines. Na, nee, gelb gefällt mir schon. Das ist okay.
Mensch, sag doch mal wieder was. Ja, jetzt ist es wieder ruhiger geworden. Ja, sehr gut. Es ist wirklich schrecklich, wenn du nicht da bist. Nicht bei Spile Knights, bitte. Das ist echt schrecklich. Weil Spile Knights ist nur dann interessant, wenn man miteinander redet. Sonst ist es zu langweilig, das Spiel. Oh, super, es geht los. Und? Ja, er ist schon tot. Gut. Oh Mann, es kommen wieder Gegner. Jetzt bist du wieder weg. Oh. Nein, bin ich nicht. Jetzt nervt mich von nicht. Ja, du musst reden. Sonst wird es so langweilig. Ich bin gerade am Kämpfen. Du hast früher viel mehr geredet. Irgendwann ja, Blödsinn. Früher mich nicht konzentrieren musste. Musst du dich jetzt konzentrieren, Junge? Nö. Also. Ich suche nur Ausreden. Ja, eben. Du bist so fies geworden. Du musst deinen Zuschauern etwas bieten. Das sind deine Zuschauer, ich meine. Ja, schon, aber es sind ja auch unsere trotzdem. Nö. Dafür gewinnst du Abonnenten. Ja, das ist schon wichtig. Du bist nur beleidigt, weil du mich nicht hier einsperren kannst. Ja, genau. Genau. Gib's doch zu. Gib's doch zu. Und ach, wir haben's geschafft. Ja, es kommt noch eine Ebene. Und das bezahle ich erstmal auch alles noch für dich, ne? Ich bin ja noch nicht gestorben. Ja, das ist gut so. Aber beim Jelly-Kicken, da bin ich mal gespannt. Leider werde ich auch nicht sterben. Natürlich wirst du nicht sterben. Ich habe bloß Angst, dass ich sterben werde. Nein, du bist doch nicht so schlecht, glaube ich. Ja, ich bin schon besser geworden. Hoffe ich doch, dass du nicht so schlecht bist. Natürlich bin ich besser geworden. Jetzt kommt was Schönes. Das macht euch Spaß. Was kommt jetzt? Arena-Kämpfe. Ach so, die, Jo. Ja, die sind eigentlich, wenn jemand die auch alleine, die kann ich auch alleine machen, also im Grunde können wir das zu zweit sicherlich noch besser. Ist auch manchmal, also wir haben ja mit unseren Guildmitgliedern schon Missionen gemacht, die sie eigentlich gar nicht machen können. Ja. So wie Jelly King. Und da haben wir gemerkt, es ist schwer, wenn alle ja dazu sind, weißt du, wenn alle. Ja. Das da war dann echt unübersichtlich, das ganze Zeug. Aber na gut. Jetzt sind wir ja trotzdem gut. Wir machen es einfach nie wieder. Wir spielen einfach nicht, nie wieder mit anderen Leuten. Brauchen wir auch nicht. Nein, doch, wir spielen vielleicht schon. Bei Warner sollten wir schon vielleicht ein paar Leute dazu nehmen. Nein, ein Warner geht doch alleine. Ja? Aber ich bin doch die Finsternis. Ich bin doch Finsternis. Ich nähre ihn. Ich nähere seine... Ja, mein? Ah ja, das braucht man nicht. Okay, ist verstanden. Alles Klärchen. Ich nehme mal die kurz die andere Seite. Jupp, es klappt wunderbar. Wie am Schnürchen, oder? Mein Gott, ist das schön. Es ist ja so schön. Jetzt machen wir mal die Heiler da weg. Oh, die können so nerven, die Heiler jetzt. Die Kapuzenmännchen. Oh, Wahnsinn. Ey, super. Oh, yeah. Das macht Spaß. Schon wenn ich mit dir spiele, ist viel mehr los. Oh, boy. Der Heiler muss weg. Jetzt ist er dead. Jo. Auf geht's. Come on. Let's go. Let's go to the party! Jawohl. Ich habe genau das richtige Schwert für solche mechanischen Freunde. Ja. Jawohl. Welches? Blazebrand, ne? Yep. Und bald ist es a come. Come on, Stark. Das ist echt geiles Schwert dann. So, ich sahne mal ab, während du dich regenerierst. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Gib mir bitte einen großen. Oh. Oh, du hast so einen Shiny, glaube ich. Hast du so einen Shiny bekommen? Weiß ich nicht.
Ich glaube mal. Die sind etwas größer. Ja, ich habe auch einen größeren. Ja, dann wirst du einen haben wahrscheinlich. Du wirst einen haben. Oh mein Gott. Es ist so, Chip.